Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 2 Renegade. Beim letzten Mal haben wir Metallschädel-Eier platzen lassen, mit ein paar kleinen Schwierigkeiten und haben jetzt von Crew erfahren, dass wir Geld für ihn einsammeln sollen. Also auf zu getimten Geld-Einsammeln-Missionen. Anscheinend haben ja irgendwelche Kunden für ihn einfach Geldsäcke in der Gegend liegen lassen. Und warum zum Beispiel werden wir von der Wache verfolgt? Wir haben noch nichts getan. Oder sind wir offensichtlich Geldeinsammelboten für illegale Machenschaften? Steht uns das auf die Stirn geschrieben. Und ja, so viel zu dieser Mission. Wenn man dann einfach mal so explodiert mitten im Wasser, kann man auch direkt neu starten. Das hat ansonsten relativ wenig Sinn. Habe ich irgendwie aus Versehen einen Typen angefahren? Nee, also scheinbar wird man einfach automatisch in dieser Mission von der Garde gejagt. Gut zu wissen, dass dem halt einfach so ist. Dann versuchen wir uns mal nach Möglichkeit unten zu halten, soweit es geht, damit wir möglichst wenig im Verkehr rumfliegen müssen. Okay, ich weiß nicht, warum das Fahrzeug da jetzt gerade einfach hängen geblieben ist, aber es ist da gerade einfach mal hängen geblieben. Yeah. Ich hasse es, mit Zoomern zu fliegen. Ich hasse es einfach. Die Dinge explodieren einfach zu schnell. Okay. Fliegt hier zufällig gerade mal irgendwas anderes vorbei? Ja. Kann ich damit die Mission starten? Kann ich. Gut. Dann machen wir das auch einfach. Dann tun wir das doch. Dann starten wir doch einfach mal mit einem Fahrzeug, das minimal langsamer kaputt geht. Und geht immer noch schnell genug kaputt, leider. Wie man ja schon sieht. Schon ordentlich Schaden genommen. Fängt schon an zu brennen und so. Vor allem, weil es langsamer ist, kann es halt den Schüssen auch weniger gut ausweichen. Aber ich musste in meinem Gesicht explodieren, das Fahrzeug, ne? Was, bitte? Danke, Jack. Danke, dass du das andere Fahrzeug geklaut hast. Genau das wollte ich. Genau das wollte ich, dass du das tust. Wie gesagt, irgendwie muss uns illegale Machenschaften auf die Stirn geschrieben sein, weil ich wüsste nämlich nicht, warum diese Wache uns sonst automatisch jagen sollte, nur weil wir durch die Gegend fahren. Na gut, dann ist diese Mission halt so designt. Ist dem halt so. So, wir haben es auf jeden Fall schon weiter in die Mission reingeschafft. Das war in den letzten paar Versuchen. Das könnte daran liegen, dass wir diesmal nicht mit dem Zoomer unterwegs sind. Könnte. Ich will mich nicht darauf festlegen. Aber es könnte eben dazu beigetragen haben. Okay, mit der Kurve habe ich nicht gerechnet. Vor allem sehr knappes Zeitlimit dafür, dass man mal die komplette Richtung quasi umgedreht hat, indem man gerade so unterwegs war. Okay, jetzt fahren wir wieder zurück in die Stadt. Das macht total viel Sinn, dass die Geldsäcke nicht beim ersten Mal schon hier lagen, als wir jetzt gerade vorbeigeflogen sind. All der Sinn der Welt. Ja, auch das Fahrzeug hat langsam ein bisschen Schaden genommen. Vielleicht auch gleich mal wechseln, wenn wir irgendwas Sinnvolles sehen. Es sind schließlich noch 5 Säcke und wir werden immer noch fleißig verfolgt. Bitte. Na, jetzt gucken wir aber erstmal. Noch sieht der Schaden nicht so schlimm aus. So, jetzt will ich aber trotzdem so langsam mal von dem Ding runter. So, dann hier ist ein ganz schweren Gerät hier um die Kurven. So, noch 2 Geldsäcke, so wenn wir oben in der Luft sind, hängen wir weniger an den Bodenschwellen und so fest. Das müssen wir natürlich runter. Das hat beides seine Vor- und Nachteile, eben die Flughöhen. Wenn man hier so bodennah fliegt, hat man so Probleme mit den Bodenwellen, wenn da welche sind. Andererseits, wenn man weit oben fliegt, hat man Probleme mit dem Verkehr. Also, beides hat seine Vor- und Nachteile.
Das wäre natürlich am letzten Geldsack scheitern, weil der gesamte Verkehr mich noch aufhält. Schaffen wir das Geld zurück zur Crew? Nee, wir scheinen es tatsächlich gerade eben so geschafft zu haben. Das. Ich hatte schon gedacht, wir müssen tatsächlich nochmal neu anfangen, weil es schon auf Null stand, aber. Scheinbar hatten wir Glück, dass es so eben noch gereicht hat. Ihr seid echte Geldeintreiber. Ja, wir haben den einen von den 15 Geldsäcken zurückgebracht. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Glaub mir, Kumpel, so lange kannst du gar nicht schlafen. Das stimmt wohl. Bis eine wahre Schönheit ist. Streuwaffenfeuerrat erhöht, okay? Also unsere Shotgun ist ein bisschen schneller. Okay. Ich meine, nehme ich. Shotgun ist mir immer zu langsam. Hauptproblem mit der Waffe. Hauptgrund, warum ich sie meistens nicht benutze. Ja, dann haben wir aktuell nur noch Aufgaben für Thorn. Also gehen wir mal wieder zu Thorn rüber, ne? Müssen wir mal komplett hier vom Hafen wieder in die Slums zurückfliegen. Ist ja zum Glück nur ein 2-Minuten-Flug. Noch nichts entdeckt. Ist ein bisschen weit irgendwie, manchmal. Zumindest kommt mir das manchmal so vor, als sei das ziemlich weit, wobei es eigentlich gar nicht so viel ist. Aber es liegt an den, liegt an den ganzen Haarnadelkurven, die wir hier drin fliegen müssen auf dem Weg zurück. Und das ist halt einfach ätzend, dahin zu fliegen. Egal, ob es jetzt lange dauert oder nicht. Ist einfach ein bisschen nervig, jedes Mal den Flug zu machen. Komplett hier durch die engen Gassen. Okay, hier ist ein neuer Sidequest. Was ist das für ein Sidequest? Ich werde es nicht erfahren, weil ich aus Versehen minimal die Wache berührt habe. Okay, entschuldige. Dass ich minimal die Wache berührt habe. Das ist nicht das Fahrzeug, das ich haben wollte, aber das ist jetzt das Fahrzeug, das ich jetzt besitze. Nicht, dass es irgendwie dabei hilft, den Wachen zu entkommen. Ich wollte einfach nur den komischen Zweisitzer da haben, weil der etwas manövrierfähiger ist als diese ganz schweren Geräten hier. Aber den habe ich einfach nicht gekriegt. Mal einfach das nächste schwere Fahrzeug bekommen. Das ist auch nicht so schlimm, aber ich wollte eigentlich was anderes haben. So, entschuldige. Habe den Zoomer leicht angebammt. Von vorne, und da ist er sofort explodiert. So, und jetzt hat die Wache doch endlich aufgehört, nach uns zu suchen. Wie schön. Hey Thorn, wie sieht's aus? Was hast du heute für uns zu erledigen? Müssen wir wieder irgendwo außerhalb der Stadt irgendwas erledigen? Ein Kamerad von mir wurde zur Pumpstation geschickt. Ja, schauen wir uns jetzt die Pumpstation. Und nachdem, worauf ihr beiden da draußen gestoßen seid, befürchte ich, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Hast du gerade sie gesagt? Denk nicht mal dran. Schluss damit. Das hier ist ernst, du Idiot. Dexter nimmt doch immer alles total ernst. Leg dich nicht mit der Süßen an. Diese Freundin von mir hat im Untergrund schon oft geholfen. Yay, mehr Frauen. Zur Pumpstation und seht euch dort um. Helft ihr, wenn nötig. Und jetzt bewegt deinen Rattenpopo hier raus. Blablabla. Dexter, sei einmal ernst. Einmal nur. Tu mir den Gefallen. Er wird mir den Gefallen nicht tun. Okidokili. Dann geht's wohl mal wieder Richtung Pumpstation, ne? Dafür müssen wir es erstmal wieder hinten in den komischen Wasserbereich. Glaube ich. Kann ich bitte den Zweisitzer haben? Ich hätte gerne den Zweisitzer. Ich hätte gerne den Zweisitzer. In der Hinsicht ist das Spiel definitiv WGTA. Ich will immer eine bestimmte Art von Auto haben, statt einfach das nächste Beste zu nehmen. In GTA sind es meistens auch nicht die komplett schnellen, die ich haben will, weil die auch meistens zu schnell kaputt gehen. Fühlt sich hier dahingehend sehr ähnlich an, aber der Verkehr hier ist halt... eine Plage. Eine absolute Plage. Können wir nicht bei dem Orakel mal wieder vorbeischauen? Wir haben hier ganz schön viele Schädel. Oder brauchen wir noch mehr? Ich meine, das Ding wird nicht auf der Karte angezeigt, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir noch mehr brauchen. Noch mehr Metallschädel, Überreste benötigen, um tatsächlich eine Belohnung zu kriegen. Ja, bitte dringend, verdächtige Beschreibung. Okay, sie haben mich diesmal nicht verfolgt.
Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass sie jetzt sofort hinter mir her sind, weil ich einmal in einen reingefahren bin, aus Versehen. Doch schauen wir doch einfach mal, ob der Orakel irgendwas für uns hat. Ich brauche mehr. Nee, 200 brauchen wir. Okay. Na gut. Gut, dass unser Fahrzeug einfach sofort despawned ist. Gutes Game Design und so. Dann geben wir dann das Fahrzeug. Keine Lust, da jetzt komplett hin bis zur Funkstation hinzulaufen. Dann ist zwar gar nicht so weit, aber zu Fuß ist es ein bisschen dämlich, hier die ganze Zeit über diese Planken laufen zu müssen. Weil halt nicht ganz so einfach aus dem Wasser rauskommt. So, dann dürfen wir hier draußen mal wieder jemanden retten. Ist auch schon eine Weile her, dass wir hier draußen waren. Okay, sind auf jeden Fall neue Metallschädel für uns zum zu erledigen. Okay, der war jetzt nicht so schwierig. Dann gehen wir doch mal auf Versuche. Oh, wir fangen nur mit halbem HP an. Das ist natürlich nicht so gut. Dann würdest du bitte da rauf, Dexter? Jack. Okay. Ja, suchen wir mal, in welche Richtung wir überhaupt müssen, ne? Da vorne sind auf jeden Fall noch mehr Gegner. Aber das sind Gegner, die wir schon erledigt haben. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir hier gar nicht hin müssen. Ja, das scheinen die Gegner aus der letzten Mission zu sein, wo wir hier in der Gegend waren. Also gehen wir mal woanders lang. Na, schauen wir uns mal hier unten um. Vielleicht finden wir irgendwo HP. Vielleicht können wir jetzt mal eben auch irgendwo einen Schaden hernehmen, um einfach mit vollen HP wieder zu respawnen. Das ginge auch. Wäre vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Anstatt dass ich jetzt gleich die Hälfte wieder neu machen muss. Ah, hier vorne haben wir auf jeden Fall noch frische Gegner, die noch Metallschädel haben. Also, schätze ich mal, müssen wir in die Richtung. Gut, dass deren Waffen gar nicht die Reichweite haben, um uns da zu treffen auf der anderen Seite des Ufers. Unsere Waffen aber die Reichweite dafür haben. Das ist mal faires Design für den Spieler. Sie können mich nicht treffen, ich kann sie aber treffen. Meistens ist es im Videospiel ja doch irgendwie andersrum. Dass die Gegner irgendwie einen Vorteil haben und dann als Spieler näher an die Sachen ran manövrieren muss. Ja, fairer wäre es gewesen, wenn wir alle dieselbe Reichweite hätten und die mich genauso hätten treffen können wie ich sie. Aber ich kann damit leben, wenn ich mal einen Vorteil habe. Aber wir suchen weiter nach Metallschädeln, die wir noch nicht getötet haben. Aber hier ist reine Sackgasse. Ich hätte immer noch einmal einen Precursor Orb im Wasser in der Cutscene gesehen. Wir müssen nur noch wissen, wo dieses Wasser überhaupt ist. Irgendwo da unten, ne? Ja, aber da unten sind nur Metallschädel, die wir schon mal erledigt haben. Von daher kriegen wir da nichts für, wenn wir da lang gehen. Also machen wir uns hier oben hoch. Weil wir hier noch nicht waren, weil beim letzten Mal waren die Pumpen hier definitiv noch nicht aktiv. Aber hier kriegen wir erstmal einen kompletten Ammo-Refill. Das ist gut. Unsere Munition erstmal hier komplett aufsammeln. So, die haben mal wieder nicht die Reichweite, um mich überhaupt zu treffen. Schießen aber schon mal freundlich auf den Boden. Macht ja auch Sinn. Na, kannst du sterben? Danke. Das waren verdammt viele Treffer, die du da eingesteckt hast, Kollege. Die haben wahrscheinlich auch irgendwie noch Invincibility Frames, wo sie eine ganze Weile nicht angegriffen werden können, nur so ein Kram. Wieso zum Teufel riskieren wir überhaupt unser Leben für irgendeine alte Crimson-Schabracke? Die hat doch weil warum nicht? Auf den Zähnen, als ich im Gesicht. Wer zum Teufel seid ihr denn? Ich stehe ja irgendwie auf Frauen in Uniform. Ach Mensch, Dexter. Lass mich Männchen machen. Für dich kämpfe ich an der vordersten Front der Liebe. Ober, ein Hundekörbchen für zwei. Red nur so Mensch, Dexter, halt einfach nur für einen Moment. Den Mund. Ich brauche keine Hilfe, aber ihr vielleicht. Wir bekommen Gesellschaft. Oh, wir bekommen Gesellschaft. Da sind sie schon. Ja, dann zeig doch mal, was du Tolles kannst, wenn du unsere Hilfe nicht brauchst. Gute Dame. Metallschädel. Ja. Metallschädel erledigen. Was man eben so tut, schießt, ne? In diesem schießt. Spiel, wie man sieht. Halt drauf! Ich halt ja schon drauf. Mach sie fertig. Wie wär's, wenn du mal die Schnauze hältst?
Hör auf, mir zu sagen, was ich tun soll. Willst du noch mehr? Niemand sagt mir, was ich machen soll. Okay, jetzt habe ich keine Ammo mehr in der Waffe. Sollen wir vielleicht noch wechseln? Mann, sind das viele. Aber wenn ich nicht noch Metallschädel sammeln müsste, würde ich einfach in der Sicherheit irgendwo am Rand stehen und hätte deutlich weniger Schaden genommen. Hast du auch so angemacht, wie ich diese Metallschädel umgenietet habe? Süße. Hey, Schatz! Schieb mal deine Nummer rüber, ich ruf dich an! Mit welchem Telefon? Ich mach dir richtig einen drauf, bis der Arzt kommt! Sag Thorn, dass Baron Praxis was Großes plant. Ich glaube, es hat mit diesem Symbol zu tun. Was ist das? Das ist, ein Precursor-Symbol. Offensichtlich. Man schickt uns auf Selbstmordmissionen, um Artefakte aus seiner Herrscherzeit zu finden. Okay. Der Baron hat ganz tolle Pläne, also. Ohne die alte blinde Wahrsagerin auf dem Bazar. Sie weiß vielleicht etwas mehr darüber. Hier habt ihr meinen Zutrittssicherheitspass. Cool, danke. Ich bin mir sicher, den brauchst du nicht mehr, hä? Wir sind quitt. Wow, was für eine Frau! Ja, Dexter, genau. Was für eine Frau. Yay, wir haben einen gelben Sicherheitsausweis erworben. Jetzt können wir uns dann erstmal wieder in die Stadt zurückarbeiten, scheinbar. Wäre auch so einfach gewesen, uns irgendwie direkt einen Weg zurückzugeben. Zumindest sollte der Weg eigentlich nicht zu weit sein. Trotzdem irgendwie cool gewesen, einfach hingeportet zu werden. Ein bisschen Heilung. Bisschen mehr Shotgun-Ammo. Ich hätte irgendwie Ammo für einen Blaster gebrauchen können. Davon haben wir nämlich gerade nicht so richtig viel. Dann können wir jetzt mal hier unten irgendwie ins Wasser gucken. Ja, ich habe immer noch irgendwo mal einen Precursor-Orb am Strand gesehen. Die große Frage, wo war denn das überhaupt? Dann kommen wir da irgendwie hin. Wir kommen auf jeden Fall erfolgreich ins Wasser. Allerdings ist da kein Precursor-Orb. Hier haben wir noch ein bisschen Heilung. Noch ein bisschen Ammo. Hier unten vielleicht irgendwo. Ja, hier unten. Aha. Okay, in der Sackgasse. Jetzt möchte ich hier gerne raus. Jack, würdest du bitte irgendwie an Land gehen? Danke. So, dann dürfen wir mal versuchen, die ganzen Kollegen hier zu erledigen. Könnte ich mal drauf gehen? Meine Güte, die halten auch viel zu viel aus, die Viecher. Wenn man da ab und an mal dreimal drauf schießen muss, ist das schon ganz schön Arbeit. Für so einfache Gegner. Ja, da unten sehe ich noch einen Precursor. Der ist besonders gut versteckt. Wenn man von der Seite kommt, ist er sehr offensichtlich. Von allen anderen Seiten war irgendwie nicht so richtig offensichtlich. Kann ich irgendwie unter durchtauchen? Zufällig? Nö. Okay. Dann müssen wir also erstmal einen Strand suchen, wo ich wieder ran kann. Da vorne ist er auch. Okay. Trotzdem umständlich. Okay. Wunderbar. Dann sind wir wieder auf festem Boden. Sind auch schon wieder fast am Start zurück. So, und dann können wir noch ein bisschen gegen die Wände bonken. Auch das ist ein guter Plan. Autsch. Noch mehr gegen Wände bonken. Hui. Können wir mit 165 Metallschädel haben wir aktuell, okay. Sind also immer noch nicht bei den 200. Haben jetzt schon mal bei Vin was zu tun und haben ein neues Symbol, was vermutlich die komische Wahrsagerin ist, von der wir gerade gehört haben. Von der Ashlyn erzählt hat. Eine blinde Wahrsagerin auf dem Markt. Für den wir einen gelben Sicherheitspass brauchen. Vor allem, wir erstmal noch eine Nebenmission. Wie komme ich da am dümmsten drauf mit dem Fahrzeug? Wahrscheinlich irgendwie so. Na, fast. Fast drauf gelandet. So, jetzt sind wir drauf. Zack. So, dann schauen wir mal. Finde diesen Ort, bevor die Zeit um ist. Ja, wir finden diesen Ort, bevor die Zeit um ist. Okay, irgendwo im Wasser. Ziemlich genau da. Gute Arbeit, Jack.
Ja, gute Arbeit, ich. Ich wusste noch, dass das Ding da ist. Okay, da wird es auch mal brav gespeichert. Und jetzt sind wir damit bei über 25 Precursor Orbs. Und ich meine, dafür müssten wir die erste Belohnung für Precursor Orbs gekriegt haben. Sobald das Speichersymbol weg ist, kann ich mal ins Menü gehen und das überprüfen. Wunderbar, jetzt können wir nämlich in die Geheimnisse gehen. Und ja, dafür haben wir jetzt ändere Jacks Spitzbart. Können wir jetzt an- und ausmachen. Wir können die Spiegelwelt an- und ausmachen, aber wer will das schon, ne? Und dann sehen wir jetzt eben, was wir sonst noch an Precursor Orbs brauchen für weitere Belohnungen, wie den Heldenmodus, den man für 200 Precursor Orbs kriegt. Was mehr oder weniger einfach nur ein schwereres Spiel ist, was jetzt nicht unbedingt die beste Belohnung dafür ist, dass man 200 Precursor Orbs sammelt. Von den irgendwie, ich glaube 290 oder so sind es knapp, die tatsächlich im Spiel drin sind. Also man muss nicht wirklich 100% erreichen, um alles im Spiel freizuschalten, aber man muss immer noch genug davon machen, ne? Bei 200 von 200, ich meine, es waren irgendwie 280, 285, irgendwie so um den Dreh. Knappe 290. Da muss man gute zwei Drittel von den Precursor Orbs tatsächlich sammeln. Und das ist mir immer noch zu viel Arbeit, um ganz ehrlich zu sein. Vor allem, wenn man dann eben so Zeugs wie die Hoverboard Challenge hat, wo man dann für Gold irgendwie 150.000 Punkte oder so holen muss. Und ich so gerade eben es geschafft habe, die 15.000 Punkte zu erreichen. Also tue ich mir das dann nicht an, noch daran zu arbeiten, da irgendwie Gold zu erlangen für so ein Kram. Nur um die Möglichkeit zu haben, den Heldenmodus zu spielen. Die sind nicht wert. Und die ganzen anderen Sachen, so 175 und 150 und so, die Belohnungen, Precursor Orbs, da ganz unten sind dann so Sachen wie Unverwundbarkeit, unendlich Munition, unendlich dunkler Jack-Power und so. Das sind nette Cheats, nett zu haben. Machen das Spiel auch 80 Mal einfacher, als es sowieso schon ist. Also so gigantisch schwer ist das Spiel eigentlich nicht. Gegen Ende wird es noch ein bisschen schwieriger nochmal, aber so im Großen und Ganzen sind jetzt nichts super Brutales. Nehmen wir mal ein Bike von der Wache, das einfach mal so in der Gegend rumsteht. Das können wir mal nehmen. Ein Zoomer. Ein Wachzoomer. Einfach nur so. Weil wir es mal können. Kommt man so selten drauf auf die Seile. Und ja, wie gesagt, die Precursor Orbs sammeln ist halt nur so bedingt nützlich und hilfreich. Na klar, unendlich HP und unendlich Munition zu haben und so ist ganz nett, macht das Spiel aber halt auch ein bisschen unnötig, überhaupt noch gespielt zu werden. Spielt das Spiel quasi selber, wenn man unendlich HP und Munition und sowas alles hat. Okay, der Auto-Turret scheint irgendwie gar nichts davon gehalten zu haben, dass ich drauf geschossen habe. Hatte irgendwie gehofft, dass das Ding dann irgendwie kaputt geht oder so, wenn ich mit dem Bike da drauf baller, aber dort hat sich irgendwie nichts getan. Oh, entschuldige Zivilist, ich habe mich aus Versehen geschlagen. Danke Punch Glitch, dass du mich da nochmal in eine andere Richtung gezogen hast. Und dann schauen wir mal, was Winnie denn noch so für uns hat, ne? Möglicherweise kann man als Gesuchte einfach hier reinlaufen. An eurer Echo-Rechnung kann ich nichts drehen. Schalte bitte für uns den Zugangsaufzug in einem der Stütztürme des Palastes ein. Was? Der aus dem alten Energienetz der B-Zone? Der tut schon ewig nicht mehr. Na, verstehe schon. Ist dir zu schwierig. Der Energiekram ist ja nicht ganz ohne. Schwierig? Ach, Finn ist aber auch einfach zu manipulieren. Der B-Zone in das Nebennetz umlegen, die Echokreise überbrücken und die Induktorrohre in Serie schalten. Dann zurück durch die Isolatorhelix in der Außenwand und über die Resonanzflussleitung zur Kondensatorkette Nummer 5. Ja, das macht Sinn. Ich bin mir sicher, dass er weiß, was er tut. Und voilà, habt ihr euren Saft. Vin, du bist genial. Ist er das? Eigentlich war Ma das Genie. Das meiste davon hat er schon vor langer Zeit installiert. Das Schutzwandsystem, das Echo-Netz. Egal. Ja, aber du weißt, wie man damit umgeht und das hilft. Alten Energiekisten der B-Zone in der Stadt finden und aktivieren. Es gibt 5 davon. Klingt nicht allzu schwierig. Nö. Die Energiekisten, nur ein paar Energiekisten aktivieren. Turbokanonen mit Bewegungssensoren gesichert. Wenn ihr die Kanonen zerstören und die Kisten aktivieren könnt, kann ich den Rest erledigen. Ja, ach, die paar Kanonen. Ich euch gesehen habe. Die paar Kanonen, die wir da erledigen müssen, Dexter, da brauchst du doch gar nicht so viel Angst vor zu haben. So, glücklicherweise werden wir jetzt nicht mehr gesucht, denn warum sollten wir jetzt noch gesucht werden? Oh, cool, Munition. Danke dafür. Okay, aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt laufende Turrets
erledigen und Energiedinger anschalten, machen wir jetzt wieder eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns Saft für den Aufzug zum Palast des Barons besorgen. Bis dahin.